Andererseits, irgendwie ist es lustig mit dem Termit, aber ich habe jetzt nicht wirklich gemerkt, wo die überall herkamen. Deswegen, oh, ich darf gleich weitermachen. Okay, 45 Sekunden noch. Kommt. Beobachten Sie uns. Die Bomben sind scharf. Jetzt kneift die Arschbacken zusammen und rein. Hier schneit es gleich Goldflocken. Oh, Scheiße. Kann dir egal sein. Wir gehen alle tot weg hier, ja?
Ach, wir müssen unten hin. Okay, stellen wir uns hier hin. Ich glaube, du hast es geschafft. Und jetzt die Arschbacken zusammenkneifen, denn du wirst Zeuge einer wahren und ungebremsten Gerechtigkeit. Verdammt, das ist amerikanisches Heldentum. Die globale Strategie der Eliten ist am Ende. Der Krieg um unseren Verstand ist gewonnen. Die Dämonen haben von echten amerikanischen Kriegern aufs Maul gekriegt. So sehen wir aus. So verhalten wir uns. Wir sind Pioniere und wir sind für die Ewigkeit. Irgendwie war ich der Meinung, dass Termit einfach nur brennt und nicht explodiert. Naja. Dann haben wir hier noch Larry Parker. Aber eigentlich wollte ich nur hier hin. Deputy, du hattest einen Spaß. Aber alle Sünder müssen beichten. Das ist der Wille des Vaters. Meine Männer suchen nach dir. Wir sehen uns bald. John ist wild entschlossen, dich in seine dreckigen Finger zu kriegen, Deputy. Beim letzten Mal hast du es gerade noch geschafft. Aber unterschätzt diesen Mistkerl bloß nicht. Dutch out. Jetzt haben die mich schon wieder erwischt. Na gut, da kommt wieder eine Zwischensequenz. Haben wir uns ja verdient, nachdem wir das Gold gesprengt haben. Geschmolzen haben. Ach. Er hat sich ganz schön gewehrt. Auch? Eine Kugel in den Schädel wäre leichter. Das ist nicht der Wille des Vaters. Bring ihn zu John. Er wird sich seine Beichte anhören. Dann beichten wir mal wieder. Wenn ich die nicht kenne, dann gut, weiß ich auch nicht. Ja, ist die Kollegin. Hey. Meine Eltern waren die ersten, die mich die Macht des Wortes ja lehrten. Eines Nachts brachten sie mich in die Küche und warfen mich zu Boden. Und ich erduldete Schmerz und Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, tat ich es. Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst. Ich war klar. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber
Es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer empfangend, immer nehmend. Was machst du da? Das beste Geschenk. Behält man nicht, sondern man gibt es. Ja. Geben erfordert Mut. Den Mut, Sünde zu gestehen. Sie sich ins Fleisch zu ritzen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ja. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich das Wort, ja. Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei. Frei. Denn erst dann kannst du wirklich anfangen, Buße zu tun. Also wer möchte zuerst? Hm? Wer von euch? Ja. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Doch bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist schließlich etwas sehr Privates. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Und wenn du daran erstickst, werden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Bin gleich zurück. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt irgendwas passiert. Oder ich irgendwas hinkriege. Okay, ich schiffe auf das Ding dazu. So viel dazu. Ich komme schon nicht mehr zurück, doch. Da hängen Leute rum. Und hier irgendwas aufsammeln. Ich möchte. Dieser Posten ist eine Ehre. Believe.
Ich würde die so gerne befreien, aber ich weiß ja nicht mal, wo ich selber. Hier kann ich eh drücken. Es könnte schlimmer sein. Weißt du, im Osten, tja, sagen wir mal so. Faith hat sich ihre Angels erschaffen. Sachen haben die denn hier? Die haben sich ja alles einverleibt, ne? Nicht aufgeben. Jeden Gedanken, jede Aktion. Sie Na? Nennt sich Jezorn. Jezorn? Also, gestatte ich dir Zeiterzorn. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren, denn am Ende bist du doch nur ein leerer Körper. Und ich werde genau hier warten. Wir beide warten. Na toll. Schade. Hoffentlich gab es eine Zwischenspeicher, dann kann ich auf die Pistole wechseln. Wollte ich schon da runterrennen. So, ich hab ja auch. Lasst ihn sich an seiner Sünde laben! Lasst ihn daran ersticken! Kraft ist hier, ist alles klar. Schule dich in deiner Sünde, auf dass du sie. Deine Sünde verzehrt euch. Mach dich blind gegenüber dem Leid, das du verursachst. Die gestattet dir Menschenleben einfach so auszulöschen. Wieso steht da plötzlich einer hinter mir? Naja, wenn die Türen offen sind, habe ich ja keine Zeit mehr und tralala und ja. Ich werde dann einfach mal gucken, was kommt. Gebt ihm all den Jetson, den er verdient, Brüder. Sagt ihr, ich gebe mein Leben im Namen des Vaters.
Ereignissen verursachen. Sie gestattet dir, Menschenleben einfach so auszulöschen. Hast du überhaupt jemals über das Töten nachgedacht? Die Aktien sind aus der Anlage. Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Denn egal, wo er geht, Gott wird uns zu ihm führen. Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Verlasse diesen Ort. Friss deinen Jähzorn in dich hinein. Denn wenn du das nicht tust, wenn du hier bleibst, lasse ich deine Prinzessin wie ein Schwein ausbluten. Gut, dann gehe ich halt. Was soll's? Die Abkürzung. Eigentlich habe ich den Schlüssel ja schon. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ach, da oben. Gut, eigentlich müsste ich jetzt direkt wieder rein und sie rausholen, aber... In dem Spiel ist es ja nicht so... zeitkritisch. Ach so, das hier. Gut, fahren wir Kleffert ein, das ist auch schön. Da gehen die Meter auch schneller runter als anders. Habe Sichtkontakt. Habe geilen Move gemacht. Ich muss noch zu einem Shop fahren, fällt mir ein. Okay, wo bin ich? Wie habe ich hier irgendwo eine... Oh, nö.
Entschuldigung, kannst du mal kurz herkommen? Da ist so ein guter alter Mann auf dem Rastplatz. Der sollte nicht alleine hier draußen sein, wo doch die Sekte hier herumspukt. Du solltest mal nachsehen, ob es ihm gut geht. Ja, klar soll's. Wo hast du deine Waffe hingeschmissen? Da. Bist frei, mein Bruder. Hilf mir! Bitte! Ein ganz normaler Tag in Hope County. Wenn du das sagst. Da steht einer. Dann befreie ich den letzten Sekten aus Posten, den ich bis jetzt gesehen habe. Wenn die mich lassen. Manchmal frage ich mich echt, warum die Leute explodieren. Und wie ich das ständig hinkriege, mit nur ein paar Kugeln im Lauf noch irgendwo hinzuwirken. Ich drück doch. Jedes Mal, wenn ich irgendwo vor Leuten stehe, bam! Oh. Das war der Sekten-Vip.
sieh deine Sünde! Gut, dann gehört uns der Stützpunkt hier jetzt auch und dann lebt die Kuh auch wieder. Nicht, also die vierbeinige. Ich würde so gern zusehen, wie John abstürzt und verbrennt. Wieder einen Schlüssel. Ich suche nach einem Kuhflüsterer. In der Gegend wurden Judges gemeldet. Sie dürfen nicht zu Perkins kommen. Wir brauchen ihre Ergebnisse, wenn wir Jacob besiegen wollen. Ja. Sehen wir nach, ob sie irgendwelchen Ärger hat. Richtig gut, wie du das alles von der Sekte zurückgeholt hast. Zum Glück haben sie die Farm nicht zu sehr beschädigt. Aber sie haben jede Menge Vieh getötet. Einige der Kühe laufen noch ziellos auf den Feldern rum. Kannst du sie zurück in den Stall bringen? Du musst sie ein bisschen aufscheuchen. Schmeiß einen Stein nach ihnen oder so. Oder gib ihnen einen Klaps. Sie werden vor dir weglaufen. Ja, das wird was. Aber dadurch kannst du sie dahin lenken, wo sie hin sollen. Kühe schubsen. Und da läuft das Wasser doch nicht direkt raus.